Freund zusammen, sind hier bei uns am Niederrhein an einem von diesen hunderten Baggerseen, die wir haben und Altrhein haben, aber jetzt wie gesagt am Baggerloch. Ich bin jetzt schon seit zwei, drei Wochen auf Hecht am Füttern. Hört sich jetzt bescheuert an. Aber im Winter haben wir immer das Problem, Köderfische. Wenn man nicht gerade im Sommer fleißig war, ordentlich was zusammengesammelt hat, ist natürlich eine ganz dumme Geschichte. Ne, so wie ich das habe, muss man sehen, dass man irgendwo Köder herkriegt. In Holland ist gang und gäbe, da wird mit Seefisch geangelt, sprich Sardinen. Ich habe jetzt hier mal Sardinen, die habe ich mir am Handelshof hier geholt. Wenn ihr aus Eckerees, Bocholt, Borken kommt, vergiss es, es gibt keine Sardinen mehr. Sonst könnt ihr sie überall noch vielleicht noch kaufen, aber hier nicht mehr. Ich fische hier mit der Prey-Date-Bait-System. Ist eigentlich sehr simpel. Das ist ein Stapelfach mit einer Schlaufe, einem Drilling. Ich ziehe die Schlaufe über den Köderfisch. Mit dem Drilling ziehe ich die Schlaufe zusammen, ein bisschen führen, hake den ein. Nummer 1. Der zweite Drilling setze ich im Nacken an. So, fertig ist die Sardine angeködert. Sonst ganz einfach: Wirbel, Stopperperle, kleines Blei, 20 Gramm Pösken. Ausgelotet ist sie so, dass das Blei gerade eben am Boden aufliegt und die Sardine sich lang am Grund streckt. Ich war selbst überrascht, wie gut das auch im See funktioniert. Aber wir haben jetzt schon mehrere kleine Hechte gefangen, einen großen verloren. Ich denke mal, irgendwo werden wir auch nochmal einen aufs Band kriegen. Die Route Prey Provider von Iron Claw mit der passenden Rolle. Hier 4000er. Schnur habe ich hier etwas dicker genommen, weil ich weiß, unsere Waller hier sind faule Säcke und wenn die sammeln können, dann sammeln die auch. Und ich rechne eigentlich jede Zeit damit, dass wir mal einen Wels drauf kriegen, darum lieber etwas dickere Schnur. So, die ganze Geschichte an der Rute. Die Rute hat 90 Gramm, 3,60 Meter lang, das heißt auch für Distanzwürfe optimal geeignet. Ja, und jetzt befördern wir mal unseren Köder an die Futterstelle. Die Futterstellen sind so angelegt, ich muss dabei sein, ich habe vorher mit dem Boot die Stellen abgefahren und die sind Kanten. Vorzug jetzt so von 4 auf 6, 7 Meter, weil da sehen wir auch immer wieder Fische auf dem Boden liegen, aber Kunstköder geht mit gar nichts, Wassertemperatur 4,5, 5,3 Grad, arschkalt. Ja, und wie gesagt, ich denke mal, dass die Hechte hier mutiert sind zu Sammlern. Waffen sind scharf, absacken lassen, für alle Fälle Freilauf rein und nun warten wir auf den großen Hecht. Alles klar.